Servus Leute, Tobi hier und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ganz kurze Info, das folgende Video handelt vom Höllental zu leicht spätherbstlichen Bedingungen mit etwas Schnee drin. Und dieses ganze Video hier mache ich für euch, weil das Video von der Alpspitze, was ich wirklich versucht habe, semi-professionell zu drehen, ist enorm gut bei euch angekommen. Und da der Höllental-Klettersteig sehr beliebt ist, haben wir uns dazu entschlossen, das Ganze auch abzufilmen mit den Bergführern aus Ohlstadt, mit einem Fotografen. Und ja, das Ergebnis, das seht ihr jetzt gleich in einem nachfolgenden Film. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video, wenn es euch wirklich gefallen hat, einen Daumen nach oben gebt. Checkt auf jeden Fall mal die Infobox ab und schaut mal bei den Bergführern auf dem YouTube-Kanal vorbei. Dort werden sicherlich auch in Zukunft neue Inhalte hochgeladen. Ja, was mache ich jetzt hier gerade? Jemand, der sich auskennt, wird es wissen. Das schaut nach Jubiläumsgrad aus. Und ich teste gerade meinen neuen Scarpa Phantom Tag. Ja, richtig cooler Schuh und ich darf ihn jetzt endlich mit ins Bild nehmen. Also viel Spaß und bis später. Da haben wir dann Gelegenheit, aufs Klo zu gehen und vor allem einen Kaffee zu trinken. Zeit ist gut. Die Bank habe ich für die Damen gebaut. Wenn ihr psychologische Probleme habt, hocke ich mich mit euch gerne mal eine Stunde auf die Bank. Wir drehen jetzt die Stirnlampen weg, die haben wir heute drauf, weil wir sind zwar später weggegangen um 6 Uhr, aber Spätherbst, zeigt schon, wie lange das dunkel ist. Jetzt ist es 6:45, jetzt wird es hell. Durch Glamdurch, das war super beeindruckend, oder? Wie hat euch das gefallen? War geil, oder? Super. Kurze Pause, wir brauchen jetzt so 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde zur Hütte. Da gibt es einen Kaffee und unten haben wir schon gesehen, wie super geil Zugspitze ausgeschaut hat, schneebedeckt, oder? Wenn wir heute ein gutes Abenteuer haben, Wetter passt, trinkt einen Schluck, packen wir es zusammen und dann schauen wir, dass wir wieder in die Gänge kommen.
mal Angelhütte. Die erste kleine Etappenziel haben wir schon mal. Wir trinken einen Kaffee und dann sage ich euch unseren Weiterweg. Den sehen wir jetzt super schön ein. Also, zeitlich sind wir wirklich gut. Also, wir rechnen immer 2 Stunden auf die Hütten. Was heißt das? Top sein, im Mittagsschalte. Da geht es auf den 12 hinauf. Da rechts durch die Flanke ziemlich nach rechts drüber und dann wieder nach links rein. So, jetzt kommt der sportliche Teil von unserem Aufstieg, ihr seht es schon. Es geht jetzt das Tal ungefähr nur 1 Stunde hinter, dann werden wir da die Klettersteigausrüstung anlegen, also Gurt, Helm, Klettersteigset. Und dann haben wir schon mal die ersten kleinen Highlights in dem Wandgürtel da drinnen mit Leiter und Brett, bevor es auf den Gräner Buckel und Richtung Gletscher geht. Verhältnisse, was wir haben, sind sehr sportlich heute, aber zum Glück habt ihr einen Bergführer dabei. Toi, toi, toi. Es ist keine Spur drin, ich habe mit dem Wirt geredet, also wir werden eine Spur machen. Und ich denke mal, dass uns viele Leute morgen dankbar sind. Vom Gehen her, es ist kalt, wir lassen jetzt das mal alles nur so an. Und wenn es wieder ein bisschen warm ist, dann ziehen wir uns um. Vielleicht noch ganz kurz ein paar andere Sachen, ein paar Highlights. Gegenüber von uns sind die Riffeköpfe, die sind ganz selten bestiegen. Gibt es ein paar alte und auch neue Kletterrouten auf. Hier rechts von uns Wahrzeichen von Geimus, der große Wachsenstor und der kleine Wachsenstor. Und für Kletterer, der Matthias, haben wir hier die schwarze Wand, wo es auch alte Routen gibt von Sachsen. Die war damals mit 6 Plus A3 bewertet, die ist inzwischen freigeklettert. Und die letzten Jahre haben wir ein paar richtig gute Kletterer die Wand wieder entdeckt, unter anderem der Klobert Stefan. Steil und wild die Wand, also das wäre mal zukünftiges Ziel. Seid ihr motiviert? Ja. Ja. Ja, da weiß ich auch nicht, was neu hält. Weißt? Da ist ja neu schon tragisch, was es hält. Da vorne haben wir jetzt gleich einen super Platz. Boah, das ist viel. um Helm und Gurt anzuziehen, fängt jetzt gleich der Klettersteig an. Das erste, was wir machen, ist Helm auf. Wir sind hier schon im Steinschlagbereich. Das heißt, das erste, was wir machen, Helm raus, aufsetzen und dann Gurt, Klettersteig setzen. Erkläre ich euch gleich, wie es geht. Das sind Unisex-Gurte, sollten jedem von euch passen, egal welcher Geschlecht und welcher Größe. Schauen Sie auch bequem aus. Ja, das sind Klettersteiggurte, in denen soll man eigentlich nicht drinnen hängen. Darum ist es wirklich egal, wenn die nicht so ganz bequem sind. Die mehreren von euch waren an der Alpspitze dabei. Das heißt, ihr wisst schon alle, wie es funktioniert. Deutlich über den Hüftknochen hoch und dann als erster einen Hüftgurt zuziehen und dann erst die Beinschlaufen. Was ist? Okay. Larissa und Jasmin einfach frisch und gut. Meine aber auch. Ja.
Schau, immer schön vorne ins Tief rein. Wie so ein Tiefbett. Nicht so. So, da Leute, zum Klinken noch mal ganz kurz. Grundsätzlich, ihr wisst, die Thematik mit beiden Klinken und erst ein, dann umhängen. Wir haben aber immer wieder Bereiche, wo es sehr einfach ist. Und ich weiß, hier geht es sehr sicher und gut. So kann man es durchaus verantworten, auch nur mit einem zu klinken. Dazu nehme ich den einen Karabiner, hänge den hinten ein und jetzt hänge ich nur mit einem. Wenn ich jetzt aber umhänge, muss ich wissen, ich bin nicht gesichert. Schnell umhängen und weiter. Das mache ich, solange ich mich sehr sicher fühle und ich sehr sicher und gut gehe. Wenn ich bei irgendeinem von euch sehe, dass ihr ein bisschen Angst habt, zögerlich seid oder rumwackelt, dann müsst ihr wieder mit zwei klinken. Das nächste ist noch, die Hand immer unterm Karabiner, sodass ich einen Karabiner immer mit nach oben nehme. Na dann, mucho spasso! Das Drahtseil vorbei, jetzt wieder sauber auf die Füße schauen. Konzentriert sein bitte. Wir sind jetzt bei einer der bekannten Stellen auf dem Weg vom Höllental. Wir haben jetzt da vor uns die Leiter, weiter oben kommt das Brett. Das sind so die fotogensten Schlüsselstellen. Von der Schwierigkeit geht es gut. Wir haben Glück, wir müssen nicht anstehen, da spielen sich oft in der Hochsaison Dramen ab. Und man muss immer froh sein, wenn die Leute, die hier Schwierigkeiten haben, dann auch wirklich konsequent umdrehen, was die meisten oft nicht machen. Aber wir haben jetzt richtig Spaß hoch. Schön auf die Füße achten, das Gewicht mit den Füßen auf der Leiter nach oben drücken und klappt gut. Könnt ihr kurz einmal zuhören? Ich möchte euch schnell was erklären. Und zwar seht ihr, mit dem Einhängen wäre es im Idealfall so, dass zwischen zwei Fixierungen nur immer maximal eine Person hängt. So wäre es in der Theorie richtig. In der Praxis, wenn man sieht, wie viele Leute hier unterwegs sind, wenn man das durchführen würde, dann wären die ersten am Gipfel und die anderen noch in Hammersbach unten. Das heißt, die Gefahr, wo heutzutage, wo wir in die Klettersteige haben, geht in erster Linie von den vielen Menschen aus und auch von der Selbstüberschätzung. Von der Sicherheit würde das schon klappen. Aber mit der Selbsteinschätzung von den Menschen und die Gefahr, was von den Menschen ausgeht, da ist unser Hauptproblem. Das heißt, wir müssen abwägen, wenn vor uns der richtig umeinander zittert, so auf Abflug, dann lasse ich mir den Abstand. So wie wir, topfitte Gruppe, kann ich es eventuell auch verantworten, dass wir einfach enger zusammengehen, was wir jetzt auch machen. Passt, follow me. Manch älteren Lehrschriften oder wenn vor einigen Jahren einer von euch einmal so einen Klettersteigkurs gemacht hat, dann wurde euch gelernt, dass man die Karabiner gegenläufig so einklingt. Also einen Schnapper nach oben, einen nach unten. Das hat man gebraucht, wo die Karabiner noch nicht so gut waren und alt. Heutzutage, bei diesen top stabilen Karabinern mit der fixen Ballensicherung, müssen wir darauf überhaupt nicht mehr achten. Wir dürfen die locker parallel klinken. Also die neue Lehrmeinung so absolut sicher und in Ordnung. Es ist nicht verkehrt, aber es ist mehr Arbeit und die sparen wir uns. Soweit, so gut. Dann geht es jetzt weiter. Hier haben wir das zweite Highlight, das Brett. Ruhiger mal, wenn ihr so in der Mitte steht, einen Blick nach unten wagen. Also es ist ein toller Tiefblick, was man da hat. Auch das ganze Höllental raus zur Hütte und alles. Schaut ruhiger mal nach unten. Passt, oder? Dann follow me. Right beyond your heart, still dreaming, eyes wide open, leave this place behind. No matter what they say, yeah, we're stronger than iron. Won't let them break us down. Over the clouds, we're walking on air.
Hier haben wir jetzt so eine kleine Kletterstelle, so 1, 1+, das heißt, wir brauchen unsere Hände. Jetzt darauf achten, der Fels ist abgeschmiert, das heißt, wenn er gerade wenn er feucht ist, sehr glatt und schmierig, die Hände immer ein bisschen am Fels haben und mit den Augen haben wir definitiv, die haben wir bei unseren Füßen, damit wir sehen, wo wir hier steigen. Das sind jetzt ungefähr so 40, 50 Höhenmeter und dann sind wir wieder auf gutem Weg. Bleiben wir schön eng zusammen mit diesem Steinschlag, damit, wenn gerade einer einen Stein auslösen würde, dass der untere den fangen kann, bevor der Stein wirklich eine Beschleunigung hat oder so. By the way, dann hätten wir noch Wasser, brauchen wir noch nicht weiter oben, habe ich auch noch einen guten Platz für euch. Okay, jetzt haben wir Wanderbereich, jetzt haben wir einen kleinen Buckel. Geht jetzt wandermäßig bis zur Wasserstelle, meine Geheime, die verrate ich euch. Und dann weiter bis zum Gletscher, aber da haben wir jetzt eine Stunde. Ja, ja, aber wenn wir nichts gemacht haben. Also trinken wir jetzt einen Schluck, essen einen Happen. Jetzt ist noch ein bisschen eine Schinderei dann bis zum Gletscher. Unangenehm, Schottergaudi. Aber das ist ein guter Platz für eine Pause. Da rechts haben wir noch das letzte Wasser dann. Oder das letzte sichere Wasser. Boot. Das kleine Boot. Wir sind jetzt, man sieht es nicht, aber wir sind jetzt am Anfang vom Gletscher. Steigeisen brauchen wir bei den Bedingungen nicht. Man hat jetzt schon gesehen, super Trittschnee, sehr anstrengend zum Spuren, aber für das habt ihr einen Bergführer, bravo. Was wir aber machen ist, da hat es jetzt einige verdeckte Spalten, die sieht man im Hochsommer, sieht man die zum Teil, sind jetzt versteckt, darum gingen wir jetzt auch am Seil. Ein Helm, nehmt bitte griffbereit. Auf dem Gletscher selber braucht man keinen Helm. Sieht man zwar immer öfter, entzieht sich aber meinem Verständnis, warum man das macht. Aber wo man brauchen, wir kommen vom Gletscher direkt am Fels hin und da brauchen wir nachher gleich wieder. Das heißt, entweder den Helm gleich aufsetzen oder sehr griffbereit einen Gurt, nicht einen Rucksack hinter. Also zum Anseilen am Gletscher. Wir haben jahrelang, war für uns das absolut okay, wenn wir uns mit einem Schraubkarabiner hier angeseilt haben. Die neueste Lehrmeinung sagt, dass man entweder einen Triple-Lock-Karabiner oder noch einen zweiten Karabiner braucht. Was wir machen, wir nehmen einfach den zweiten Karabiner vom Klettersteigset gegenläufig und somit haben wir redundant uns eingebunden am Gletscher. Thank you.
und ist richtig gut. Verhältnis ist halt richtig zäh. Aber wir sind froh, dass die Drahtseile draußen sind. Und vom Schnee her haben wir ganz guten Drittschnee. Und jetzt sind wir weit, da sind wir in der Sonne. Da wird es perfekt, glaube ich. Wir sind jetzt an der Irmerschalte, wir sehen jetzt schon unsere ersten Zuschauer. Jetzt haben wir nur 100 Höhenmeter und dann sind wir um. Jetzt nur mal die Kräfte sammeln, nur mal konzentriert bleiben, ganz langsam. Wir sind super in der Zeit. Also wirklich Hut ab an euch alle bei diesen Verhältnissen darauf. Zähre Nummer, muss ich auch sagen. Habe ich auch noch nicht oft gehabt. So. Gut? Alle mal lachen, alle mal lachen. Tobi, danke für die Spur. Sehr gerne, Franz. Ich wollte eigentlich inkognito bleiben. Bei das der ist vorbei. Jetzt habe ich verkackt, genau. Der Tobi hat super gespurt, danke. Ah, nicht alles da. Ein Team waren wir. Ein gutes Team. So, Franz. Super. Ja. Das ist gut. Wow. Gut gemacht. Sehr geil. Jetzt Nien, komm her. Hey. Sehr gut gemacht. Ja, super, super gemacht. Sehr geil. Gut. Matthias, vielen Dank. Gut ja, gemacht. Danke für das. Sehr gut. Mitnehmen. Ja, ja, du hast schon gut mitgeholfen. Nicht ja. So ohne, gell? Den Gipfel lassen wir uns jetzt auch nicht mehr nehmen. Vorsicht, die letzten Meter. Da ist der Fels ganz, ganz glatt. Verlassen Sie den gesicherten Bereich. Jetzt haben wir in der Raucherecke. Ja. Die Zivilisation hat uns wieder. Ja. Die Wettereinlage. Da ist auch was eingegangen. Ab und zu. Ja. Nasse Handschuhe.
So, jetzt kaufen wir uns ein kleines Getränk. So, oder? Geil. Ja, mach. Bergführer auf der Suche nach einem Tisch. Mhm. Ja? Feini, feini. Auf euch, Prost, Damen. Prost, die Herren, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ihr dabei wart, dass ihr so gut mitgearbeitet habt. Waren keine leichten Verhältnisse heute, haben wir super gemeistert. Ich glaube, das Wochenende sind uns einige dankbar. Prost beieinander. Somit schließt sich der Kreis. Jetzt sind wir wieder da, wo wir heute in der Früh um 5:45 angefangen haben. Nochmal große Gratulation. Schaut euch die Berge an. Da haben wir vor ein paar Stunden noch von oben runtergeschaut auf die. So fit wie ihr seid. Nächste Stufe, was ist das? Eisenzeit. Ja, ausgezeichnet, genau. Gute Idee. Oder einmal Hochtourenbereich, wenn euch das gefallen hat mit dem Schnee heute. Aber es war echt eine coole Geschichte. Freut mich. Matthias, komm gut heim. Servus, danke. Ich danke dir. Danke. Ah, die Frauen. Servus. Na, bis dann, komm her. Komm gut heim. Servus. Ciao. Ciao. Servus.